ich bin's wieder, die Mühlerschan, und wir befinden uns heute wieder in Norderstedt. Wir machen heute einen neuen Rundweg für euch. Das ist der Rundweg in der Tatenwegniederung. Und wir befinden uns gerade bei der ersten Station von uns jetzt. Die sind nicht nummeriert. Wir haben bloß wieder ein Symbol, dem wir verfolgen, und sind gerade neben im Wasser. Ja, wir stehen auch schon daneben und wir haben ungefähr die Vermutung, dass es wahrscheinlich die Lebewesen sein sollen, die hier gelebt haben oder hier gerade noch wieder leben, weil die halt alles wieder ein bisschen grüner machen wollen. Ja, und ich würde sagen, wir gehen schon weiter. Also wir sind jetzt so bei der nächsten Station, bei der Finkenfamilie. Und Marlene hat gerade gemerkt, weil wir vorhin gerätselt haben, ob es vielleicht Memory ist. Weil bei ein paar Bildern war immer ein Name und bei ein paar nicht. Wir waren uns aber ja nicht so sicher, da habe ich ja unsere Vermutung schon gesagt. Aber es ist Memory. Zum Beispiel erkennt man es halt an der Farbe. Hier sieht man, der Kopf ist zum Beispiel dichter und hier sieht man halt den ganzen Körper. Und so ist das dann halt immer abgeglichen. Also kann man dann immer noch ein bisschen nebenbei rätseln. Und wir haben auch ein paar Blätter, ich zeige euch das mal. Also Blätter. Zum Beispiel sieht man sowas dann. Das sind halt zum Beispiel Finken im Frühling, die Finken im Sommer. Ein bisschen lauter, wie man es hört. Finken im Herbst und dann Finken im Winter noch. Also die Jahreszeiten. Ja, wir sind bei der nächsten Station. Wir haben Was fliegt denn da? Leider nicht gefunden. Wir sind die Straße hoch und runter, aber etwa wir waren blind oder es gibt's nicht mehr. Wir haben da schon ein bisschen was geschaut, aber war jetzt nicht auffindbar. Und jetzt, wie ihr im Hintergrund seht, ist hier Wildwuchs der Natur. Das ist halt ein Ausgleich zu der Straße, die hier halt auch lang geht. Das ist eine Hauptstraße. Und hier wird halt nicht gemäht, hier werden keine Kühe hingestellt oder sonstiges. Ist halt ein eigener Abschnitt. Und wenn das jetzt noch ein paar Jahre so dauert, wächst hier halt so ein kleiner eigener Wald aus Birken und Eichen.
So, wie wir gerade gesehen haben, waren wir bei der Obstbaumwiese. Da waren ja nun zig verschiedene Obstbaumsorten. Und war auch schon stillgelegt, muss man sagen. Also habe ich schon gesagt, mit dem ganzen Bach da lang und so ist es schon optisch sehr, sehr schön. Und jetzt sind wir gerade bei Jäger und Gejagte, die Vögel des Waldes. Haben wir gerade durch einen dummen Zufall entdeckt, weil ich mich gewundert habe, was da hinten so komisch grau, komisch aussieht. Und weil da sind wir gerade von der Brücke gekommen. Ja, Fazit bisher, eindeutig zu wenig Schilder. Wir haben jetzt auch wirklich eine Karte bei, kann man auch eigentlich nur empfehlen. Wir zeigen euch nachher auch noch mal ein Bild, das blenden wir auch mit ein. Ohne die Karte würde ich am besten gar nicht losgehen. Ab und zu ist vielleicht so ein kleines Zeichen mal an der Brücke, darauf könnt ihr euch höchstens noch mal irgendwie ein bisschen Fliege spezifizieren. Aber sonst, ohne Karte geht bitte nicht los. Ihr seid auch mit Karte überfordert. So, wir sind jetzt bei der letzten Station auch angekommen. Hier sieht er jetzt so keine Vögel, die jetzt hier eigentlich sind. Ja, wir haben jetzt so als Fazit, was ich zwischendurch schon gesagt habe, sehr, sehr schlechte Ausschilderung. Wie hat Marlene gesagt gehabt, ich muss sie mal zitieren, man braucht viel Geduld und Ausdauer. Und man braucht am besten Google Maps inklusive ausgedruckte Karte. Ja, das war jetzt auf jeden Fall Marlenes Fazit. Sie wird es jetzt bestimmt nicht bestätigen. Bestätige. Sehr gut. Wir wollten auf jeden Fall schon mal loswerden. Wir fanden den Rundweg der Klänge schöner. Erstmal war das jetzt mehr Gesuche und ab und zu sind die Abstände extrem weit auseinander. Und vielleicht auch sonst lieber mit Fahrrad fahren. Also mir selber macht das jetzt nichts aus. Ich bin aber halt auch einfach, ich laufe stundenlang irgendwo durch die Gegend rum und habe damit kein Problem. Marlene hat zumindest gesagt, es ist ganz schön weit. Vielleicht ist es mit Fahrrad besser. Also muss jeder für sich selber abstimmen, ob man lieber zu Fuß unterwegs ist oder lieber mit dem Rad ein bisschen fahren möchte. Sonst, ja, fand mir den anderen schon spannender. Der geht jetzt auf jeden Fall 8 Kilometer, Rundweg der Klinge war 7 Kilometer. Wie gesagt, der andere ist dann halt eher so zum Erlebnis und der hier ist eher rein informativ, aber nett umgestaltet. Auf jeden Fall ist es hier eindeutig auch ein Radweg und ein Hundegängerweg. Und wie ihr seht, Radfahrer, gleich kommt noch ein Jogger. Hallo. Ja, wie ihr mitkriegt, die Leute sind auf jeden Fall sehr, sehr nett hier. Wir wurden auch oft angesprochen und wirklich positive Resonanz, weil man läuft dann doch nicht jeden Tag im Cosplay rum, also ich nicht. Und ja, keine dummen Sprüche, egal ob es jetzt Schulklasse waren oder sonstiges. Also hier ist Dauerbetrieb und ist auch positiv. Wenn ihr einen Hund habt, könnt ihr hier gerne lang gehen.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wir wollten auf jeden Fall nochmal loswerden, wenn ihr uns abonniert habt, achtet mal auch darauf, ob ihr die Benachrichtigung noch bekommt, weil sich bei YouTube sehr viel geändert hat und unsere Videos dadurch ziemlich untergehen. Also einfach nochmal nachgucken, ob ihr alle Videos jetzt mittlerweile auch schon gesehen habt und wenn nicht, sonst nochmal die Glocke aktivieren. Ja, und sonst wieder fleißig kommentieren und ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!